Ich kann in der Zeit fischen gehen. Meine Jobquest vielleicht mal weitermachen, weil die auf 15 rumlungert. Ich habe jede Menge Sachen, die ich tun kann. Ich will auch versuchen, dass ich mein Questlog immer schön leer halte. Außer wenn ich halt in einem Gebiet bin, wo ich gerade queste, dann natürlich. Aber sonst will ich es recht leer haben, nicht so wie bei meinem anderen. Hi. Ei, ein solcher Auftrag wurde ausgeschrieben. Aber ich fürchte, das Schiff hat abgelegt. Ah, bist du etwa die Abenteurerin, die uns den Auftrag vor der Nase weggeschnappt hat? Das Schiff hat also nicht nur abgelegt, sondern ist sogar schon wieder sicher in den Heimathafen zurückgekehrt. Glückwunsch. Nur schade, dass wir diese Fahrt verpasst haben. Ach, mach dir keinen Kopf. Die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Das stimmt natürlich, aber wir müssen uns ordentlich anhalten, wenn wir unsere hochgesteckten Ziele erreichen wollen. Ja, genau, ich will endlich groß rauskommen. Wir haben uns vorgenommen, große Heldentaten zu verbringen, aber die Barden in ganz Eorzea singen werden. Zukünftige Generationen von Abenteurern wollen wir ein glorreiches Beispiel abgeben, dem sie nacheifern können. Und du, was ist dein Ziel? Ob groß oder klein, du brauchst einen Stern, nach dem du greifen kannst. Das gibt dir die Kraft, harte Zeiten zu überstehen. Denn mit einem leuchtenden Ziel vor Augen hältst du in jedem noch so finsteren Sturm den Kurs. Das, wofür du kämpfst, gibt dir geistige Stärke und wird zu deinem Schutzschild im Angesicht der Gefahr. Danke an meine Worte. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Moment, wo man sich wundert, wer da redet, und dann merkt man, dass sein Stream auch noch am Handy läuft. Na. Die ist erstmal gleich doppelt da. Er will die Bahn singen hören. Okay, hier sind meine Daten. Der kann mich buchen. Ja, mich sollte er vielleicht nicht buchen. Aber ich bin besser auch nur Weitläuferin. Schön, dich wiederzusehen. Wie lief die Höhlenerkundung? Höhlenerkundung, Die Sargin wollten sich also tatsächlich in dieser Sasha-Höhle einnisten? Das schmeckt mir gar nicht. Ganz und gar nicht. Das muss Admiral Merwip gleich wissen. Aber zuerst gebe ich dir natürlich deine Belohnung dafür, dass du dich in die Höhle gewagt hast. Danke für deine Hilfe. Du bist deinem guten Ruf mehr als gerecht geworden. Hast du vielleicht Interesse an einem weiteren Auftrag? Die Abenteurergilde von Gridania hat mich nämlich gerade erst gebeten, ihr ein paar fähige Abenteurer zu empfehlen. Normalerweise regeln die Waldbewohner ihre Angelegenheiten lieber selbst. Also vermute ich, dass die Lage ernst ist. Worum es geht, dich kann ich mit gutem Gewissen empfehlen. Worum es auch geht, dich kann ich mit gutem Gewissen empfehlen. So. Also, überleg's dir und melde dich bei mir, falls du Interesse hast. Haben wir. Haben wir immer. Wir wollen Aufträge. Juhu, Gruppensuche verfügbar. Okay. Naja. Freibriefe muss ich dann auch noch erledigen. Okay. Ah, ich sehe schon, dich juckt es in den Fingern nach der nächsten großen Herausforderung. Also hör zu. Die Abenteurergilde in Gridania hat uns gebeten, ihnen fähige Abenteurer für eine besondere Aufgabe zu empfehlen. Mit genauen Informationen wollten die Geheimniskrämer nicht herausrücken. Aber allein die Tatsache, dass sie sich an uns gewandt haben, deutet auf den Ernst der Lage hin. Egal worum es geht, nach deiner Leistung in der Sostascher Höhle kann ich dich mit gutem Gewissen empfehlen. Also viel Erfolg. Die Musik in Ulda. Hallo, Schildi. Ja, die Musik in Ulda ist toll. Beim Event wie auch beim anderen. Also allgemein.
Okay, das heißt, einmal nach Gridania. Knuffiger kleiner Lada. Muss in die Richtung. Ja, aber mal gucken. Ach so. Ich muss mein Lala auch mal weitermachen. Welchen? Welchen Lala? Du hast mehrere. Da war eine schreiende Kartoffel. Ja. Kleine schreiende Kartoffel. Nimm doch bitte Platz. Du wirst sofort be- Ah, du bist es. Schön, dich wiederzusehen. Diesmal kommst du auf Baderons Empfehlung nach Gridania. Der schmierige Thekenhai hat eine Abenteuerin angekündigt, aber ich hätte nicht mit dir gerechnet. Was für eine freudige Überraschung. Skater Wernstein. Ah, okay, also den auf diesem Server. Der kannst du doch nachher machen, wenn du Zeit und Lust hast. Wenn du möchtest, kommen wir gleich zur Sache. Aber atmen erst einmal tief durch. Du hast eine lange Reise hinter dir. Gut, wenn du bereit bist, können wir ja mit der Verzeihung mir tun. Ich störe nur ungern, aber die Zeit drängt. Hat sich immer noch kein Freiwilliger bereit erklärt? Ah, guten Morgen, werter Levin. Wie schön, dich zu sehen, auch wenn der Anlass deines Besuchs einen trüben Schatten auf unsere Begegnung wirft. Doch du kommst gerade recht. Diese tapfere Heldin will sich unseres Problems annehmen. Ach, der wieder. Oh, das freut mich für wahr. Eldari Eistasse, du hast Gridania schon einige Dienste erwiesen. Zu dir habe ich vollstes Vertrauen. Verzeih mir, wenn ich mich kurz fasse, aber die Zeit zerrinnt uns zwischen den Fingern. Mitten im tiefen Wald liegt eine unterirdische Begräbnisstätte, welche der Toten Akatantara genannt wird. Sie wurde vor vielen Jahrhunderten zur Zeit von Gelmora angelegt. Doch auf Gridania haben dort unsere Toten bestattet. Bisher war es stets ein Ort des Friedens und der Ruhe. Nun jedoch gibt es Hinweise darauf, dass die Anhänger eines dunklen Kults in der Anlage herumtreiben. Augenzeugenberichte lassen darauf schließen, dass es sich bei den Kultisten um die sogenannten Jünger Dalamuts handelt, die während der 7. Katastrophe plötzlich aufkamen, um den Mond Dalamut anzubeten. Sie wollen das Werk der Zerstörung, das ihr Gott begonnen hat, in seinem Namen vollenden. Dafür schrecken sie vor keiner Grausamkeit zurück. Unter normalen Umständen würde es natürlich nur Fikasha obliegen, die Jünger Dalamuts zu vertreiben. Und liebend gern würde ich ihnen umgehend meine besten Leute auf den Hals hetzen. Aber die Katastrophe hat unseren Reihen stark dezimiert. Die wenigen Überlebenden sind damit beschäftigt, die Xer in Schach zu halten. Seit dem Zwischenfall am Wächterbaum, den du zum Glück geklärt hast, haben die Xer keine Ruhe gegeben, sondern im Gegenteil ihre Aktivitäten verstärkt. Sie können jederzeit wieder zuschlagen. Da unsere Einsatzkräfte gebunden sind, brauchen wir Hilfe. Daria, zu dir habe ich vollstes Vertrauen. Kannst du dich bitte um die Jünger Dalamuts kümmern? Danke, damit fällt mir ein Stein vom Herzen. Das wird kein Kinderspiel, sage ich dir. Also bereite dich gut auf den Einsatz vor. Geh dann zum Totenacker und sprich mit den Soldaten von Nofika Shah, der dort am Eingang Wache steht. Er wird dir weitere Informationen geben. Viel Erfolg. Pass gut auf dich auf, hörst du? Möge der Urkristall dich leiten. ich spiele jetzt mit meinem neuen Main auf Chaos und Phantom. Oder Phantom. Oder wie auch immer. Weil aus Gründen habe ich einen Char hier erstellt. Lasse den auf Shiva ruhen. Erst einmal. Er geht nur noch für Story. Also aktuellen Content. Also aktuelle Story. In Stream. Ansonsten sind meine Streamchars jetzt auf Chaos. Es hat seine Gründe. Ich habe es auch nur gemacht, weil man ja mittlerweile von Chaos auf Light und Light auf Chaos reisen kann. Ich glaube, sonst hätte ich es tatsächlich nicht gemacht. Denn
Dieser liebe Kater da drüben ist ein weiter Reisender aus dem fernen Shiva. Er ist von Licht zu Chaos hier rüber, also von Leid zu Chaos. Begleitet mich gerade. Diese schockierten Blicke immer, wenn ich sage, dass ich einen kompletten Serverwechsel gemacht habe. Ja, ich weiß, das ist ein großer Schritt. Aber es hatte viele Gründe und viele Faktoren, die dazu geführt haben. Einer der Gründe ist, ich möchte halt die Story einmal komplett neu spielen. Luca! Hi! Na? Alles gut? So. Totenacker. Kurz Wiesegrund. Yay! Ein Tanz, den ich nicht sehe. Hier schalte ich doch mal wieder die Dings an. Anzeige ist raus. Oh, Shady. Ich bin noch nicht aus der Welt. Man kann sich doch immer noch sehen. Es ist doch immer noch alles möglich. Kitty beweist das gerade. Ich mache tatsächlich Gruppe mal wieder an. Ich will einfach mal die Anfangseffekte sehen. Ja, danke. Ich muss nicht laufen. Nur halt alles gut. Ich hoffe, du hast den Raid gestern gut vertragen können. Ja, alles gut. Alles gut. Ich habe mich mega gefreut. Ich habe mich mega, mega gefreut. Danke nochmal, Luca. Nee, war echt ein schöner Abend. Kann ich nicht anders sagen. Auch wenn ich nicht viel geschafft habe. Außer meinen Angler. Ein bisschen. Daria Eistatze, nicht wahr? Danke, dass du uns helfen willst. Wie du siehst, wie du sicher bereits weißt, sollst du die Jünger Dalamuts aus dem Toten Akatantara vertreiben. Die Jünger Dalamuts sind fanatische Wirrköpfe, die den Weltuntergang verherrlichen. Soweit wir wissen, traten sie zuerst gegen Ende der sechsten Ära des Lichts in Erscheinung. Als der Mond Dalamut auf Eosea zuraste, sahen sie in ihm ihren Erlöser, der ihren weltlichen Leiden ein gnädiges Ende bereiten und die Welt säubern würde. Du kannst dir vorstellen, wie enttäuscht sie waren, als Dalamut in 1000 Stücke zerbarst, bevor er auf Eosea einschlagen konnte. Eigentlich könnte man erwarten, dass sich die Angelegenheit damit erledigt hätte, aber ganz im Gegenteil steigert das den Hass der Kultisten. Die Jünger Dalamut sehen sich durch die Helden von Kateno um ihre Erlösung beraubt und sind dafür auf Rache. Ich weiß nicht, was sie im Toten Akatamtara treiben, aber es ist ganz gewiss nichts Gutes. Bitte vertreibe die Kultisten aus der Grabstätte und schenke den Toten ihre wohlverdiente Ruhe. Yay! Ich sehe nichts. Na. No. Wie kann man eigentlich auf einem anderen Server? Du musst beim, also ne, bei diesem Charakterauswahlmenü, ne, wo du auf deinen Charakter gehst, ganz oben, wo du auch auf Charakter löschen und sowas gehen kannst, müsste irgendwo stehen, dass du mit dem Char auf einen anderen Server reisen willst. Frag mich jetzt nicht genau, wie das war. Aber das geht dann halt von dem, also nicht mit dem Ätheriten im Spiel, sondern direkt vom Charaktermenü aus. Und da kannst du dann rüberreisen. Ich glaube, Kitty kann es besser erklären als ich. Freut mich wirklich sehr zu hören. Ja, ah nee, das war gestern echt schön. Es war eine schöne Gesprächsrunde. Ich finde, bei Final kann man das auch machen. Also ich bin ja eh kein Mensch, der in Final Fantasy so richtig hart Progress macht. Ne? Das ist überhaupt nicht meins. Ich bin eher so eine gemütliche Spielerin, mach dann so halb das Chatting und halb ich spiele so ein bisschen vor mich hin und laber ein bisschen. Das entsteht eigentlich meistens daraus. Zumindest bei Dimitra. Eben deswegen habe ich dich vorgeschlagen. No. No. Danke, Luca. Vielen, vielen lieben Dank. Jo. Armer kurz. So. Arme Ausfall aufheben. Totenacker. Gib ihm. Nee, ich weiß nicht. Es gibt ja wirklich diese Leute, die dann halt so straight durchspielen.
die dann halt auch das ihre Savage-Sachen machen und dann auch gar nicht mehr so auf den Chat eingehen und dann halt wirklich nur so straight nach vorne starren. Weil das ist nicht so meins. Ich rede gern mit euch. Ich rede sehr gerne. Und viel. Mein Verlobter kann ein Lied von singen. Wenn ich manchmal rede, dann höre ich auch nicht mehr auf. Und der Gladys starrt mich an. Ja. So nach dem Motto, was will der hier? Der ist doch viel zu groß dafür. Ich riskiere jetzt mal meine Eltern bimmeln. Ich drück die Daumen. Ansonsten warten wir halt kurz. Wenn die anderen dann meinen, weiterrennen zu müssen, dann ist das ja deren Ding. Im schlimmsten Fall halt einfach warten. Aber Shady, wie geht's dir, falls ich noch nicht gefragt habe? Wie war dein Tag heute so? Außer, dass du schockiert bist, dass ich jetzt auf Chaos bin. Die killt erstmal alles in der Umgebung. Hier stehen so viele Tanks. Jetzt rede ich nicht mehr mit ihnen. Also Shady. Ich bin doch nicht aus der Welt. Ich meine, ich könnte es ja verstehen, wenn ich jetzt von dem europäischen zu den japanischen Servern gegangen wäre. Dann würde ich nicht mehr selber mit mir reden. Dann bist du ja asiatisch reden. Also japanisch. Oder so. Ich bin doch immer noch da. Man kann mich doch immer noch besuchen kommen. Beziehungsweise ich kann euch ja auch mal besuchen kommen. Komm, ich mach Heiler. Na. Hallo. Jetzt krieg ich erstmal eine gezimmert. Hey, aber hat doch geklappt. Komm her. da. Ach, Schildi. Willst du mit? Willst du mit rein? Das sieht gerade ganz komisch aus, dass ich da drin stehe. Ja, komm. Huch, pff, dich untersuchen. Komm. So. Dann. Frag hier immer. Sehr schön. Danke, Shady. Auch wenn du nicht mehr mit mir redest. Shady, willkommen zu unserem Venture-Bonus. Ja, schön, wirklich schön. Iron! Na? Wieso bist du denn fertig? War die Arbeit scheiße? Beziehungsweise anstrengend? Buff Bull... Wie? Bull Bulldog. Ach du Grüne. Bin mal wieder im Lurk. Alles klar, Luca. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Lurk. Und vielleicht bis später. Huch. Sollte vielleicht nicht unbedingt in Dinge rein. Auch um mein Wasser geht das nicht so gut. Dann war ich eben zur Seele schon wieder auf. Ach so. Dann hoffe ich, dass es deiner Schwester bald wieder besser geht. Aber schön, dass du für sie da bist. In Norwegen echt, dass das bald
mal besser wird. Aber dann kann ich verstehen, dass du fertig für heute bist. Dann kannst du dich ja jetzt hoffentlich entspannen. Ein bisschen zumindest. Dass jetzt wieder in der Nähe ist, zum Glück ist das etwas einfacher. Habt ihr, hat sie vorher woanders gewohnt? Aber ist doch schön, wenn sie wieder in der Nähe ist. Wenn man sich mit seiner Familie versteht, dann ist das, gar nicht so schlecht. Ich glaube, wenn meine Schwester irgendwann mal Probleme hat, dann wird das ein bisschen schwierig. Na gut, so weit sind wir auch nicht auseinander, aber weit genug, dass es schwierig ist ohne Auto. Nach 2 Stunden Autofahrt von mir. Es ist ja nicht mal 10 Minuten weit weg. Und das ist aber schön. Das ist schön. Aber 2 Stunden? Ja, ich glaube, wenn ich zu meiner Schwester müsste, wäre es so eine knappe Stunde. Je nachdem, wie man fährt. Doch. Aber gut, meine Schwester ist 20 Jahre jünger als ich. Ich glaube, wenn sie irgendwann mal Hilfe braucht, das dauert. Das dauert. Noch bin ich als Schwester nicht gefragt. Das kommt dann wahrscheinlich bei den ersten Jungsproblemen. Oder Mädchenproblemen. Und dem Zeitpunkt, wo sie wahrscheinlich nicht mehr mit Mama reden will. Und dann ist die große Schwester gut genug. Meine Schwester ist 5 Jahre älter. Das geht aber noch. Wie gesagt, meine ist halt genau 20 Jahre jünger. Ich werde 26, sie wird 6. Das. Ja. Hm. Tja. Aber passt. Was ist denn noch eine süße Maus? Jedes von uns sind über 20 Jahre älter als ich. Ja, gut. Wie bei mir. Gut. Genau, halt 20. Ich habe damals aber auch nicht damit gerechnet, dass ich noch eine Schwester kriege. Ich dachte, ich bleib ewig. Na gut, ich bin eigentlich nur Einzelkind. Bin ja einzeln groß geworden. Wie gesagt, solange man sich mit seiner Familie versteht, ist das. Ich bin froh, wenn ich meine Familie zweimal im Jahr sehe. Das reicht dann aber auch. Mehr brauche ich die auch nicht um mich haben. Das war der Nachtigler. No. Kleiner Iron. Das stelle ich mir gerade so wirklich vor. So. Ich sag einfach noch ein ganz jung. No. No. Einfach nur. No. Mit einer Hand kämpfen ist gerade nicht einfach. So. Hui. Was hat der da eigentlich für leuchtende Dinger dran? Was bist du? Fegefeuermaske des Ziels. Ach, du Heilige. Ich bin halt so ein kleiner Wurm, ne? Denn dann ist das diese Rüstung, die dann komplett. Also, wo es dann auch diesen Ring hinten dran gibt? Oder war das nochmal eine ganz andere Rüstung? Ich bin das Küken hier drin, ne? Das ist ein. Sogar ein deutscher Spieler.
miteinander. Ja, das ist sie. Ah, okay. Oh, die haben. Es dauert aber, bis ich sie mit dem Main hier habe. Kontakt habe ich eigentlich nur mit meiner Schwester. Den Rest brauche ich auch nicht. Das Berlin geht noch. Die anderen drei können gerne einfach dort umfallen. Jetzt habe ich nur noch eine Tante, mit der ich Kontakt habe. Ja. Bei mir. Meine Oma. Meine Schwester. Ich werde notgedrungen noch mit meinen Eltern auskommen, irgendwie. Vater kann auch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Das, ne? Ja. Familie. Schwieriges Thema. Familie ist so eine Sache. Ich bin froh, dass ich weit weg wohne. Gibt auch keine unerwünschten Besuche. Themawechsel. Genau. Genau. Reden wir lieber über Essen. Was gab's bei dir heute, Iron? Oder hast du noch nicht gegessen? Das war auch mein Gedanke. War mir irgendwie klar. Gut. Also bei mir, oder ich habe mir vorhin einen Tomaten-Mozzarella-Baguette gemacht, also selbst gemacht. Also selbst belegt. Und noch einen Käse-Baguette, was hier mir noch neben mir liegt. Das schnabuliere ich über den Abend hinweg. Käse-Baguette geht ja. Wow, jetzt klingelt es. No! Ja, passt. Kriegen wir hin. Jamaika-Kartoffeln mit Frikadellen. Klingt mega lecker. Klingt mega lecker. Wenn wir mal eine zum Essen. No. Mega. Dann lauf, Kitty, lauf! Soll ich mit der nächsten Ini auf dich warten? Eine kommt ja noch. Ich habe in der Zeit eh mehr als genug zu tun. Ich kann gern warten. Ich habe doch schon wieder irgendeinen Schrott gekriegt. Nee. Ich eile. Was auch. Und mein Sohn hat sich für morgen für die Schule 12 Frikadellen mitgenommen. Ja. Kenne ich aber von meiner Oma, habe ich früher auch immer gemacht. Habe ich dann auch immer Frikadellen mitgekriegt. Jo. Ach, du grüne Neune. Wie ich denn jetzt aus? Jo, die sieht cute aus. Diese Schildkröte, ey. Hey, ich wollte streicheln. Nochmal eben Kater für deine Dire Stalk und so. Was willst du denn gleich zocken? Ja. Schildkröte. Okay. Werbung. Ja, die Werbung. Wobei Werbung mittlerweile auch zwischendurch kommt. Leider. Ja.
Ich werde beschützt. Oh. Da mal anders hinsetzen. Duncan hat zwischen My Time as Port hier bei Echo. Aber ich probiere mal DVD aus. Und kannst du mal DVD ausprobieren? Will ich auch bald mal wieder spielen. Achso, das ist das Ding noch. Oh, das sieht voll schön aus. Jetzt höre ich wieder was. Juhu! Du hast nicht viel verpasst. Du hast nicht viel verpasst. Achso. Oh. Ich kann sämtliche Viecher der Umgebung angelockt.